Nestmutter, hier ist Foxtrot. Wir sind im 11. Stock. Immer noch kein Zeichen von Vettel. Verstanden, Foxtrot. Melden Sie sich alle 5 Minuten. Wir halten Sie auf dem Laufenden. Wiederholen. Hi. Nestmutter, die Verbindung bricht ab. Und herzlich willkommen. Los, wir machen weiter. Zurück. Okay, treffen Sie sich mit dem Rest des Delta-Teams in der Forscherlobby im 10. Stock. Ich glaube, das ist das, was passiert ist, was man ganz am Anfang gesehen hatte, ne? Wo da ein gewisser Herr Vettel rumgenagt hat. Hi, grüß dich. Und hier, das wollte ich ja wenigstens nochmal zeigen, in der Bonusmission, ne, damit man weiß, worum es geht, im Hauptquartier von Armaichem wurde eine Störung gemeldet. Es könnten Replika-Soldaten beteiligt sein, die SSEGD wurde abgestellt, um diese Bedrohung auf den Grund zu gehen. Das sind anscheinend wir. So, die Sache ist, kann ich jetzt schon mal von vornherein sagen, weil die Geschichte mit Alma ist ja so gesehen erstmal für den Teil hier durch, also wird es darum nicht mehr so wirklich gehen. Anscheinend ist es ja am Anfang auch ruhiger. Ich glaube, ich muss ein Dings finden, oder? Also, ein Fahrstuhl. Oh, fuck, ich habe ja gar keine... Warte, der hockt noch. Oh. Ich habe ja gar keine Bullet Time bei ihm. Upsi. Ja. Ich wollte gerade sagen, um ehrlich zu sein, ich spiele die ganze Geschichte hier auf leicht, weil... Ne? Es geht halt... Es wird hier, glaube ich, nicht wirklich Horrorfaktor geben, deswegen... Aber wir sind, glaube ich, schon mal richtig, zumindestens. Damit wir einfach ein bisschen besser durchkommen. Und wie gesagt, ich habe es ja schon mal nachgeguckt gehabt. Aber habe ich in der letzten Folge gesagt gehabt, von wegen, dauert halt 10 Minuten. Dadurch, dass ich jetzt aber nicht unbedingt weiß, wo ich hier hin muss. Ich nehme mal erstmal an zum Fahrstuhl. Ist das da der Fahrstuhl? Ja, gucken wir mal. Gucken wir mal, wie lange die Geschichte geht. Kann halt gut sein, dass die Folge relativ kurz wird, aber hey. So, mein Kollege sagt mir aber auch nichts von wegen so, ey, wir müssen hier lang oder so. Und hier bin ich gekommen, das ist super. Er latscht halt einfach nur mit. Das ist toll. Und die ganze Geschichte ohne Bullet Time zu spielen ist halt jetzt, nachdem ich mich so dran gewöhnt habe, echt anders. Anders komisch. Okay, durch den Dings müssen wir wahrscheinlich nicht. Also hier können wir zwar kaputt machen, aber da müssen wir, glaube ich, nicht durch. Kann ich hier eigentlich? Okay, hier ist auch zu. Und ja, ich weiß, wir waren im Gebäude schon mal. Alter, hier wird es doch wohl irgendeine Türe geben, die aufgeht. Bis auf die. Oh, ist da? Gut, dass wir hier nochmal vorbeigelatscht sind. Warte mal, wir sind hier rüber. Hier kam die. Na gut, man könnte auch einfach mal hier weiterlaufen, ne? Nein, du renn doch nicht in die Granate rein, Mann. Achso, habe ich aus dem Ohne. Na lull. Okay, besser ist das. Das ist eher meine Waffe. Warte mal. Also kann gut sein, dass wir jetzt erstmal hier ein bisschen schön durchstürmen. Die ganze Zeit, ne? Okay, hier gibt es nichts weiter. Doch, irgendwas habe ich aufgenommen. Frag mich aber nicht was. War wohl das Begrüßungskomitee. Hast du noch was für uns? Jo. Aber wenn wir es schon mal haben. Wow. Warte. Da ist noch einer. Hey, wo ist er denn? So schnell kann es gehen. Ach so, das ist meiner. Oh, Junge, Alter. Erschreck mich doch nicht so.
Ich habe immer noch diese scheiß Fruchtfliege hier, ey. Wo sind sie denn? Ich will die Taschen aber jetzt auch wieder nicht anmachen, weil dann werden sie mich ja gleich erkennen. Hä? Wo? Okay, geht. Geht gefühlt viel, viel einfacher. Und es ist mal schön, wirklich, naja. Wenn es geht, durch zu rushen. Und nicht die ganze Zeit. So, aber wo muss ich jetzt lang? Das ist jetzt wieder. Habe ich ja bei dem Gebäude sowieso schon. Wo ich jetzt. Ich weiß nicht mehr, hatten wir den überhaupt einen Namen? Auf jeden Fall jetzt der Typ gespielt haben. Na? Ich und Orientierung. Ja, das hast du sehr schön gemacht, Alter. Da bin ich sehr stolz auf dich. Ja, du musst nicht die ganze Zeit durch die. Was ist mit ihm, Alter? Dass er die ganze Zeit durch die Scheiben springt. Okay, der ist weg. Hört der zu uns? Ich weiß es nicht. Bist du unseres? Ich glaube, er ist unseres. Das Schöne ist, der kann sich, wenn ich Dauerfeuer drauf gebe, auch gar nicht wehren. Also geht das viel einfacher. Cool. Alles klar da unten? Jo. Jo, läuft. Warte mal, ich drücke mal das Knöpfchen. Alles klar da unten? Ich stehe neben dir, Typ. Was du willst. Also ich weiß nicht, ob wir jetzt schon... Hi, Eimerchen. Hey. Haben Sie das auch gesehen? Ja, ich habe aus Versehen auf dich geschossen, Typ. Tut mir leid. Weil ich habe gedacht, okay, wir werden doch, das ist doch jetzt nicht die Zusatzmission, jetzt fahren wir einfach aufs Dach und das war's. Okay, bei ihm geht. Hallo? Achso. Bei ihm geht wieder die Pumpe. Ach, guck mal, ein Wegweiser. Bitte. Typ, du kannst doch mal was machen, Mann. Warte, nicht schießen. Ja, die Anzeige kommt wahrscheinlich, weil ich die ganze Zeit auf der einfach spiele. Ach, da. Was zum Teufel passiert hier? Okay, das Problem ist, ich habe langsam keine Schrot mehr. Was zum Teufel ist hier los? Willst du gar nicht wissen, mein Freund. Willst du gar nicht wissen. Glaub mal. Ich hatte einen Kollegen, der ist durch die Scheiße schon durch. Vielleicht sollten wir auch erstmal kurz umsteigen. Jo. Okay, sie ist doch da. Hätte ich jetzt nicht gedacht, um ehrlich zu sein. Ich dachte, das wäre jetzt bloß unser Weg zu Vettel und dann, naja, werden wir ein bisschen weggesnackt von ihm. Oh. Oh, Junge! Ich hab's mir anders überlegt, ich nehme doch die. Hilfe! Was eine Popelwaffe? Aber gut, wir finden ja genug. Das Blöde ist bloß, wenn wir hier für die Schrot keine Muni mehr haben, eher ungünstig. Ist das vielleicht ein besseres Gewehr? Warte mal. Ich hoffe mal.
Gut, weiter im Dauerlauf. Aber Alter, stehen die nicht vor der Luke rum, Alter. Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, er macht halt auch gar nichts, ne? Er macht auch, glaube ich, nicht wirklich was. Außer am Weg rumstehen, ne? Das kann er gut. Okay, gibt's hier auch. Null. Aber halt nicht das, was ich am liebsten hätte. Irgendwie noch mehr? Gib ihn mir zurück. Was? Wen denn? Kann das sein, dass unser Kollege verschwunden ist? Wir haben Borisov verloren. Er war direkt hinter mir und dann war er plötzlich weg. Nestmutter, hier ist Delta. Wir haben einen Mann verloren. Wiederhole, wir haben einen Mann verloren. Verdammt. Wiederholen, Nestmutter, die Verbindung bricht ab. Scheiße. Oh, warte mal, da war noch vorher kein Fleck gewesen. Ist das manchmal... Was zum... ungünstig? Okay. Ich weiß jetzt nicht, wie lang es war. Kann halt wirklich bloß 10 Minuten gewesen sein. 10 Minuten, Viertelstunde oder so. Aber ja, das war die Bonusmission. Jetzt sieht man auch mal das Hauptmenü von dem Dings. Es gab damals auch, oder immer noch, Multiplayer. Kann ich mir aber kaum vorstellen, dass sie das spielt. Was ist denn eine Sofort-Action-Mission? Verteidigung, Dach, Gebäude. Ja, nein, werde ich nicht machen, weil werde ich mich nur aufregen. Ansonsten, warte mal, hier ist auch Mission wählen. Könnten wir jetzt nochmal... Ah, hier haben wir doch mal die ganzen Geschichten. Ging ja bis Teil 10, glaube ich, ne? Werde ich mir aber... Nachwirkung. Dezent klemmen. Ja, das war es jetzt wirklich mit Cryo 4. Wie gesagt, die Folge dann wahrscheinlich ein... wesentlich kürzer wie normal. Dementsprechend aber könnte die, ich weiß halt noch nicht, wie ich es geschnitten haben werde, könnte aber die letzte Folge ziemlich lang gewesen sein, obwohl ich das eigentlich nicht so will, aber naja, ist ja auch egal. Das war's mit 4 und was morgen kommt, kann ich noch nicht so genau sagen. Ich muss mal gucken, ich habe ja noch übelst viel in der Sammlung. Deswegen, ja, lasst euch überraschen. Und trotzdem, vielen Dank, dass ihr bei der kleinen Zusatzmission mit dabei wart. Und dann sehen wir uns morgen zu irgendeinem anderen Horrorprojekt wieder. Also bis dann. Ciao, ciao.